Hallo meine Lieben, ich habe heute wieder für euch ein aufgebraucht und leer gemacht Video. Ja, es ist diesmal nicht viel, aber es ist diesmal verpackungsgrößen technisch wieder eine Menge Unförmiges dabei. Würde ich sagen, fangen wir auch schon mit dem Größten an, und zwar ja, von Crisson sind Kaffee, Musika-Kekse, 14 feine Gebäckspezialitäten haben wir mal zum Kaffee sozusagen gemampft. Die hier sehen zwar mega lecker aus, aber die sind jetzt nicht so gut angekommen. Die waren mit Orangengeschmack. Ja, die waren jetzt nicht so. Der Rest war alles lecker. Also hier hinten sieht man auch alle Sorten mit Beschreibung drauf. Also so ganz normale Waffeln und so. Also schon, ja. Und das war halt mit in dieser 15-Euro-Tüte von Crisson. Also alle Crisson oder Techrom oder wie heißt die andere Marke noch? Die sind ja alles eins mit B. Basenbar. Irgend sowas. Ja, die waren sozusagen alle in dieser Tüte. Das war so eine riesige Einkaufstüte für 15 Euro. Jetzt, der Laden hat noch auf, weil er ja Essen verkauft. Und deswegen darf er trotz Lockdown noch aufhaben. Und dann haben wir auch wieder Käseböllchen gegessen. Böllchen. Also bei uns heißen die Böllchen. Die sehen aus wie kleine, ja, Böllchen halt. Gibt es ja auch vom Asiaten, gibt es ja auch diese Böllchen. Ja, dann habe ich auch noch von Chupa Chups den anderen, wo ich beim letzten Mal gesagt habe, da hatte ich ja Orange. Ja, und das ist Melone. Ja, es schmeckt wie Melonenmilch, also es schmeckt wirklich wie Milch mit Melonengeschmack und Kohlensäure vermischt. Also ja, es ist ganz okay. Man kann es wirklich mal trinken, aber es hat mich jetzt nicht weggeflasht. Es war jetzt nicht wirklich so mega geil lecker, wo ich sagen muss, unbedingt mehr. Ja, ist ganz okay gewesen. Und dann habe ich auch wieder einen Seelenwärmer gemampft für zwischendurch, so ganz okay. Ja, habe ich immer so eine Reserve da. Und jetzt habe ich nur noch okay. Nee, zwei Müsli-Riegel. Genau, und zwar habe ich einmal die andere Sorte, die schwarze Sorte, nämlich Paleo Rock Kakao. Also da ist Kakaosplitter, Chiasamen, Paleo, Nuss, Crunchy und ja, viel Liebe drinne. Schmeckt auf jeden Fall mega lecker, diese Riegel. Und hier ist wieder Blaubeere, Pekannüsse, Vanille und auch voller Liebe. Das war Blaubeer-Vanille. Ja, schmeckt auf jeden Fall mega lecker. Habe ich von diesen Riegeln habe ich jetzt, glaube ich, nur noch 4 Stück übrig. Ja. Dann habe ich von Dresdner Sens, ich schmelz für dich. Ja, das habe ich gesehen gehabt und musste es mir unbedingt holen, weil ich es noch nicht kannte. Hat auf jeden Fall Duftprobe angenehm gerochen. Es war, glaube ich, die ersten Badeperlen, die mich vom Geruch her irgendwie in der Wanne, ja, nicht weggeflasht haben. Also, die haben mich wirklich vom Geruch her enttäuscht, weil die riechen wirklich nur nach Creme. Nach süßer Creme. Vielleicht so mit einem Creme mit Vanillepulver oder sowas. Ja, das ist jetzt nichts, was mich so weggeflasht hat, geruchstechnisch. Deswegen war ich so ein bisschen, ja, enttäuscht, aber die Verpackung finde ich auch wieder irgendwie niedlich. Und ja, ich habe es probiert. Das riecht auf jeden Fall süßlich. Riecht es aus der Duftprobe raus, aber dann in der Wanne. Was eher, es war mal ein Flop. Ne? Badeperlen. Kann auch mal vorkommen. Ja, dann haben wir auch wieder fleißig, weil es jetzt Minusgrade draußen. Da waren wir gefühlt nur am Tee trinken. Und haben wirklich eine Menge Tee getrunken, vor allem die Kinder, die haben da wirklich 3, 4 Teekannen am Tag weggeschlürft. Also, ja.
Achso, das ist jetzt gerade mal von 5 Tagen. Also das, was ich euch zeige, ist gerade mal 5 Tage. 5 Tage her vom letzten Video. Und ein Schokobon habe ich vorhin noch gemampft. Musste einfach sein. Ah ja, und gestern, ja, sind meine Räucherstäbchen diesmal. Attracts Money heißt es von Rage. Ja, sieht so aus. Es sind leider nur 8 Stück drinne. Und ja, ihr wisst, ich habe mir da diese riesige Box mal gekauft. Und die habe ich auch schon mal nachbestellt, weil ich finde die einfach, die sind richtig gut. Die, ja, riechen so nach Sandelholz und noch anderen Gewürzen drinne. Aber das ist jetzt kein penetranter Geruch. Also ich bin sehr empfindlich, was sowas ist. Und ich kriege von diesen Stäbchen keine Kopfschmerzen. Deswegen kann ich sie nur empfehlen. Erstmal zu dem Tee, den wir alle gemacht haben. Und zwar haben meine Kinder eine Menge von den neuen Kindertee getrunken gehabt. Himbeer, Waldmeister, Geschmack, ja, ohne Zucker wird der Tee getrunken bei uns. Und ja, sie finden ihn richtig, richtig mega lecker. Und wenn man bedenkt, sie haben immer nur 2 für eine Teekanne benutzt. Also es sind etliche Teekannen, die sie damit weggeschlürft haben. Aber der Tee kommt auf jeden Fall gut an. Mein Kleiner musste einen Tag lang, 1,5 Tag lang Kamilletee trinken, weil er eine Zahn-OP hatte und ja, da sollte er nur Kamilletee und Flüssigbrei-Nahrung zu sich nehmen danach, damit sich das einfach nicht entzündet. Ich habe dann auch noch den letzten Heiser Liebe-Tee getrunken mit Himbeer-Vanille-Geschmack, also ist wirklich die letzte gewesen von der Sorte. Ja, dann ist noch der Apfeltee, habe ich auch mal wieder eins getrunken. Ich glaube, das ist jetzt der vorletzte, wenn mich nicht alles täuscht. Dann wurden auch noch 3 Weihnachtstees getrunken. Lichtermagie, Bratapfel, ja, es war draußen -11 Grad. Es hat so stark gewindet, dass der Schnee von den Dächern wirklich runtergekommen ist. Und dann wollte ich nur noch Tee trinken und ja, dachte mir, so ein Weihnachtstee fand ich voll perfekt. Und ich habe auch von Buka den 3 Minze wieder getrunken gehabt. Pfefferminze, grüne Minze und Ackerminze. Schmeckt richtig gut. Habe ich abends die letzten Tage getrunken gehabt. Und ja, das ist sozusagen meine Teebox, wo ich immer meinen Tee auffülle. Life is better with tea, finde ich auch. Und ja. So sieht das Ganze sozusagen aus. Also hier sehen wir, ist noch so ein Apfeltee, dann sind noch 3 Kräutertees. Hier sind auch noch so restliche Weihnachtstees vorhanden. Dann ist auch noch hier so ein bisschen Kindertee, also ist wirklich echt nicht mehr viel. Und dann sind auch schon wieder neue Sorten dabei. Hier ist auch noch die restlichen Pfefferminztee drinne. Und unten sind natürlich auch noch andere Sorten drin. Ja, und in diese Teebox, sage ich jetzt mal, passen 4 komplette so Teeboxen rein. Also, ich kann es euch mal zeigen. Ich weiß ja, was ich aufgefüllt habe. Einmal ist ja der komplett drinne, der Buka 3 Minze. Ich glaube, da haben nur 2 Packungen oder so, also 2 solche Teebeutelchen gefehlt gehabt, weil ich den schon mal getrunken hatte. Der ist jetzt komplett drinne. Dann ist Heiser Hugo komplett drinne. Das ist ohne Alkohol mit Holunderblüten-Limettengeschmack. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Der ist komplett drinne. Und Winterzeit ist auch komplett in dieser Box drinne mit Spekulatius-Aroma und Früchtetee. Da kann ich mir auch vorstellen, dass der mega schmeckt. Und dann italienische Süßkirsche ist natürlich auch noch drinne. Konnte ich noch eine ergattern, weil die Sorte ist ja neu und die war ja sofort weg, nachdem ich es einmal probiert hatte.
Hier ist Hibikus, Äpfel, Hagebutte, Süßkirscharoma drinne, Stevia-Blätter und Süßkirschgranulat. Also ja. Auf jeden Fall ist Venedig-Gondel drauf. Ja. Auf jeden Fall mega lecker. Ja, und das ist alles sozusagen in dieser Box. Die scheint zwar sehr, sehr klein, aber ja, da passt echt eine Menge Tee rein. Wenn man dann noch bedenkt, da sind dann noch so die restlichen vom letzten Mal noch drin. So, ja. Ist auf jeden Fall passend. 4 solche komplett rein, plus dann noch so ein paar einzelne. Ja, weil ja viele gefragt haben, wo ich das auffülle. Also ich fülle es in diese mega coole Box. Die habe ich mal aus Rossmann oder Teddy, wenn mich nicht alles täuscht. Ich weiß nicht mehr. Eins von beiden, die hatten die mal und ja, da habe ich die her und habe sie mir geholt. Die war, glaube ich, auch gar nicht so teuer. Ich glaube, 2-3 Euro oder so. Ja, und da fülle ich halt immer meinen Tee. Und wenn halt der dann so gut wie leer ist oder alle ist, wird nachgefüllt. Und vorher trinken wir halt alle wirklich nur daraus den Tee. Ich habe da nochmal so eine braune Teekiste, Kiste, Behälter. Und da sind halt dann wirklich nur so Kranktee drin, also so wirklich so Kamillentee, Rouge Bronchaltee und halt diese ganzen Krankheitstees sind da drin. Und ja, also das ist so schlimm und das andere ist, wenn man krank ist, hatte ich noch so eine andere Box. Und ich habe aber auch noch genügend anderen Tee gestapelt, also ja, an Tee mangelt es mir nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!